Ich freue mich, Sie heute auch endlich mal wieder zu den Haas-Steuernachrichten zu begrüßen. Mitgebracht habe ich ein Urteil zur Frage Haupt- oder unselbstständige Nebenleistung in der Umsatzsteuer, die erweiterte Kürzung im Falle einer Betriebsverpachtung und die Frage, wie eigentlich Mieteinnahmen aus dem Ausland in Deutschland zu versteuern sind. Die Klägerin Annette vermietete im Streitjahr ein Haus mit zwei Wohnungen zu Wohnzwecken. Der Mietvertrag sah vor, dass sich die Miete aus der Grundmiete, den kalten Betriebskosten sowie den Heizungsbetriebskosten zusammensetzte. Für die anfallenden Betriebs- und Heizkosten waren Vorauszahlungen von den Mietern zu leisten. Im Jahr 2016 tauschte Annette die Heizungsanlage aus und wollte dafür den Vorsteuerabzug geltend machen. Die Wärme- und Warmwasserlieferungen an die Mieter beurteilte sie als eigenständige steuerpflichtige Ausgangsumsätze zum Regelsteuersatz und erklärte dieses auch so gegenüber dem Finanzamt. Die Vorsteuer aus dem Erwerb der Heizungsanlage machte sie zu 100% geltend. Das Finanzamt akzeptierte dieses nicht. Und so sah es jetzt auch der BfH. Die Wärme- und Warmwasserlieferungen sind unselbstständige Nebenleistungen zur steuerfreien Wohnungsvermietung. Der Vorsteuerabzug aus dem Erwerb und der Installation der Heizungsanlage konnte nicht geltend gemacht werden. Im Urteilsfall ist streitig, ob bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags für das Jahr 2014 ein Kürzungsbetrag nach § 9 Nummer 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes zu berücksichtigen ist. Die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung sieht vor, dass Grundstücks- bzw. Wohnungsunternehmen auf Antrag und unabhängig von ihrer Rechtsform den auf die Grundstücksüberlassung entfallenden Gewerbeertrag kürzen können. Die Klägerin im Urteilsfall ist eine GmbH und Co. KG, die Grundbesitz zum Betrieb eines Autohauses mit Reparaturwerkstatt und Waschanlage vermietete, was vom Finanzamt als Betriebsverpachtung im Ganzen beurteilt und aus diesem Grund die erweiterte Kürzung versagt wurde. Der BfH sah das jetzt anders. Eine Betriebsverpachtung ist nicht kürzungsschädlich, wenn die wesentlichen dem Betrieb das Gepräge gebenden Betriebsgegenstände vermietet werden und es sich hierbei ausschließlich um eigenen Grundbesitz handelt. Ist man in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, gilt das sogenannte Welteinkommensprinzip. Bei Vermietungseinkünften im Ausland sollte ein Blick in das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen geworfen werden. Normalerweise werden die Mieteinnahmen dort versteuert, wo das Grundstück liegt. In Deutschland unterliegen diese Einkünfte dann grundsätzlich dem Progressionsvorbehalt. Dieses gilt allerdings nicht, wenn sich das Grundstück in der EU oder im EWR-Raum befindet. Eine Ausnahme bildet Spanien. Die Vermietungseinkünfte aus Spanien unterliegen in Deutschland der Besteuerung. Vermietungseinkünfte aus dem Drittland unterliegen im Normalfall dem Progressionsvorbehalt. Lassen Sie sich auch nächste Woche wieder kurz und knapp von uns auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen noch eine schöne Woche.